Hallo und herzlich willkommen. Für dieses Video solltest du bereits wissen, wie man absolute und relative Häufigkeiten bestimmt und allgemein, wie mit Tabellen gearbeitet wird. Das Ziel wird nämlich sein, eine Häufigkeitstabelle zu erstellen und auszufüllen. Es geht jetzt um das zweite Kästchen auf dem Arbeitsblatt. Hier auf der rechten Seite ist nämlich eine solche Häufigkeitstabelle abgebildet. Wir werden die jetzt kurz vergrößert anschauen und uns damit beschäftigen, wofür die einzelnen Zeilen und Spalten gut sind. Hier in der ersten Zeile werden die Listenwerte eingetragen. Nach dieser ersten Spalte, in der steht, was in die jeweilige Zeile gehört, gibt es also noch so viele Spalten, wie es verschiedene Werte in der Liste mit Werten gibt. In der zweiten Zeile werden die absoluten Häufigkeiten groß H von I eingetragen. Das heißt, hier kommen die Werte hinein, die angeben, wie oft ein Wert in der Liste steht. Und hier in der letzten Zeile kommen die relativen Häufigkeiten klein h von i hinein. Diese Werte stehen dafür, welchen Anteil der Wert in der Spalte an allen Werten in der Liste insgesamt hat. Pausiere jetzt kurz das Video und versuche das Beispiel selbstständig zu lösen. Die Auflösung machen wir dann wieder gemeinsam. Ich hoffe, du hast dir deine Antworten gut notiert. Jetzt geht es an den Vergleich und dazu wechsle ich in mein Zeichenprogramm. Ich habe hier das zweite Kästchen des Arbeitsblattes eingeblendet. Es geht wieder um eine Liste mit Zahlen und zunächst einmal sollen wir n und k bestimmen. N ist die Anzahl der Werte in der Liste. Also müssen wir nichts mehr tun, als einfach nur abzuzählen, wie viele Zahlen in dieser Liste drinstehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also ist n gleich 8. Um jetzt noch herauszufinden, wie viele verschiedene Zahlen das sind, können wir zum Beispiel einfach markieren. 9 mache ich jetzt hier mit rosa. Dann die nächste Zahl, die wir sehen, ist der Zweier, hier in gelb. Und dann bleibt uns noch eine Zahl übrig, der Vollständigkeit halber markiere ich die jetzt mit grün, das ist der Siebener. Jetzt haben wir alle Zahlen markiert, die in der Liste stehen und wir sehen drei verschiedene Farben, also drei verschiedene Werte. In diesem Fall drei verschiedene Zahlen. Also ist k gleich 3. Als nächstes sollen wir die Werte, die in der Häufigkeitstabelle auf der rechten Seite fehlen, ergänzen. Dazu ermitteln wir zuerst einmal die absoluten Häufigkeiten. Die absolute Häufigkeit der Zahl 2 können wir einfach abzählen. Wir haben hier 4 Zweier drin, in gelb markiert, also ist die absolute Häufigkeit von 2 4. In der Liste gibt es außerdem nur einen Siebener, also ist die absolute Häufigkeit des Siebeners gleich 1. Und wir haben auch 3 Neuner, also ist die absolute Häufigkeit der Zahl 9 gleich 3. Für die relative Häufigkeit müssen wir ein bisschen mehr tun. Wir brauchen einerseits wieder die absolute Häufigkeit und n. Denn wir erinnern uns, die relative Häufigkeit klein h von i erhalten wir, indem wir die absolute Häufigkeit groß h von i durch n dividieren. Wir machen das jetzt für die drei Zahlen 2, 7 und 9. Klein h der Zahl 2 ist gleich groß h der Zahl 2 geteilt durch n. Wir setzen die Werte für groß h von 2 und n ein und kommen auf 4 geteilt durch 8. 4 die absolute Häufigkeit der Zahl 2 und 8 die Anzahl aller Werte in der Liste, n. 4 Achtel. Das können wir noch kürzen auf 1/2. Das ist das Ergebnis als Bruch. Wenn wir das Ergebnis als Dezimalzahl haben möchten, dann wäre das hier 0,5. Oder als Prozentsatz 50%. Die Hälfte der Werte in der Liste sind hier Zweier. Das passt. Klein h von 7, also die relative Häufigkeit der Zahl 7, ist gleich. Diesen Schritt hier überspringe ich jetzt. 1 durch 8. Absolute Häufigkeit von 7 geteilt durch Anzahl der Werte in der Liste. Also 1/8.
Diesen Bruch müssen wir nicht weiter kürzen. Als Dezimalzahl sind das 0,125 und als Prozent 12,5%. Dann noch klein h von 9, also die relative Häufigkeit der Zahl 9, ist gleich 3 Achtel. Auch dieser Bruch ist bereits vollständig gekürzt. Als Dezimalzahl ist das 0,375 und als Prozentsatz 37,5%. In der Musterlösung, also in der Ausarbeitung dieses Arbeitsblattes, sind die relativen Häufigkeiten in Bruchschreibweise angegeben. Die Dezimalzahl- oder Prozentsatzversion ist aber genauso wichtig. Weil wir wissen ja, alle diese Möglichkeiten sind nur verschiedene Darstellungen für dasselbe Ergebnis. Und hiermit sind wir schon fertig. Danke für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video.